Hallo und willkommen beim Thema Datenbanken. Heute geht es darum, wie wir mit SQL Integritätsbedingungen in einer Datenbank definieren können. Schon beim Anlegen von Tabellen können wir Bedingungen festlegen, denen die Daten später entsprechen müssen. Durch die Formulierung solcher Bedingungen, auf Englisch Constraints genannt, können wir die Integrität und Konsistenz einer Datenbank unterstützen. Was Constraints sind und wie man sie anwendet, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Datenbanken finden Anwendung in vielen verschiedenen Domänen, wie zum Beispiel in dieser Polizeiinspektion. ErmittlerInnen bei der Polizei nutzen bei Ermittlungen gespeicherte Daten und erfassen auch viele neue Daten. Dabei ist es wichtig, dass die Daten immer widerspruchsfrei und korrekt bleiben, die Datenbank sich also immer in einem konsistenten Zustand befindet. Denn sonst entwischt leicht ein Schuldiger oder es wird gar eine falsche Person verhaftet. Wie definiert man nun Tabellen so, dass die Datenbank bei ihrer Verwendung auch wirklich konsistent bleibt? Die CreateTable-Anweisung kennen wir ja bereits. Damit wird der Name der Tabelle, die Spalten und deren Wertebereiche festgelegt. Doch sollte in dieser Tabelle Person beispielsweise immer für jede Person ein Name bekannt sein, eine Personen-ID nur einmal vorkommen und auch nur Nationen-IDs verwendet werden, die es wirklich gibt? Solche Bedingungen, denen die Daten darüber hinaus später entsprechen müssen, kann man ebenfalls bereits beim Anlegen der Tabellen in Form von Constraints formulieren. Dabei unterscheiden wir Constraints auf Spaltenebene und Constraints auf Tabellenebene. Beispielsweise muss jede Person eine Personen-ID besitzen, die in der Tabelle nur einmal vorkommen darf. Für jede Person muss der Vor- und Nachname bekannt sein. Und eine Nation-ID einer Person muss in einer anderen Tabelle als Primärschlüssel existieren. Sind derartige Constraints definiert, werden Daten für eine Person nur dann gespeichert, wenn sie diese Bedingungen nicht verletzen. Aber wie definieren wir nun solche Constraints? Constraints auf Spaltenebene werden bei der Spaltendefinition der CreateTable-Anweisung angegeben. Sie folgen direkt nach der Angabe des Datentyps, das heißt jeweils hier. Welche Constraints wir hier definieren wollen, können wir aus dem Relationenmodell sowie dem semantischen Datenmodell ablesen. Dort sehen wir unter anderem die Primärschlüssel, welche Multiplizitäten es gibt und welche Spalten auf welche Tabellen verweisen. Doch wie können wir das hier in SQL angeben? Sehen wir uns die wichtigsten dieser Constraints auf Spaltenebene an. Beginnen wir mit not null. Definieren wir diesen Constraint für eine Spalte, darf ihr Spalteninhalt nie leer, also nicht null sein. Null ist ja der Wert, welcher in der Datenbank gespeichert wird, wenn man dafür keinen Wert kennt. Das darf bei not null nicht vorkommen. Beim Constraint unique darf in der gesamten Spalte ein Spalteninhalt nur ein einziges Mal vorkommen. Es darf hierbei also in der Spalte keine weitere Zeile mit demselben Inhalt geben. Dann gibt es noch den Constraint Check mit einer Bedingung in runden Klammern. Dies verwenden wir, wenn wir eine spezielle Bedingung angeben wollen, die immer für alle Spalteninhalte gelten muss. Das können verschiedene Einschränkungen sein, wie zum Beispiel, dass in der Spalte Geschlecht nur die Einträge W, M und D erlaubt sein sollen. Um Primärschlüssel zu definieren, verwendet man den Constraint Primary Key. Das bedeutet, in dieser Spalte befindet sich der Primärschlüssel der Tabelle. Dieser Constraint enthält den Not Null als auch den Unique Constraint. Diese werden per Primärschlüssel nämlich automatisch gesetzt. Definiert man für eine Spalte den Constraint References, so gibt man damit an, dass sich in dieser Spalte Fremdschlüssel, also Verweise auf Primärschlüssel in einer anderen Tabelle, befinden. Dieser Constraint wird übrigens auch Foreign Key Constraint genannt. Die Syntax der Constraints kann sich je nach Datenbankmanagementsystem ein klein wenig unterscheiden. Wir verwenden im Folgenden die Syntax von PostgreSQL. Wenden wir unser Wissen über Constraints nun auf unser Beispiel von vorhin an. Die Personen-ID wollen wir als Primärschlüssel der Tabelle definieren. Also fügen wir hier den Constraint Primary Key hinzu. Damit sind die Einträge dieser Spalte auch automatisch nicht leer, dürfen also keine Nullwerte sein und sind alle eindeutig, also unique. Das sind ja die Eigenschaften eines Schlüssels. Zu den anderen Spalten, Vor- und Nachname sollten auch unbedingt eingetragen werden und wir erlauben hier keine leeren Einträge. Also schreiben wir hier bei den beiden not null hinzu. In der Spalte Geschlecht möchten wir die zulässigen Werte einschränken. Hier sollen nur die Buchstaben M, W und D für männlich, weiblich und divers erlaubt sein.
Das lösen wir mit einem Check-Constraint. Wir schreiben also Check und in runden Klammern die passende Bedingung. Diese ist bei uns Geschlecht in runden Klammern MWD. Das bedeutet, die Bedingung ist hier, dass ein Eintrag in der Spalte Geschlecht nur Werte innerhalb des angegebenen Wertepools annehmen darf, also nur die drei angegebenen Werte erlaubt sind. Für die Spalten mit dem Geburtsdatum, der Telefonnummer und dem Familienstand brauchen wir keine Bedingungen. Wir belassen sie so, wie sie sind. In der Spalte Nation-ID sollen später IDs aus der Tabelle Nation stehen und so auf Einträge in der Tabelle Nation verwiesen werden. Nation-ID ist hier ein Fremdschlüssel. Wir schreiben also References, dann der referenzierte Tabellenname, also Nation, und danach in runden Klammern die entsprechende Spalte, auf die verwiesen wird. Das ist hier die Spalte Nation-ID. Das gleiche machen wir mit der Spalte Adressen-ID, welche auf die Tabelle Adresse und dessen Spalte Adressen-ID verweist. So, nun ist die Erstellung unserer Tabelle Person inklusive der Spalten-Constraints fertig. Schauen wir uns nun an, wie wir ganze Tabellen-Constraints definieren können und kommen danach wieder auf unser Beispiel zurück. Die Constraints auf Tabellenebene werden am Ende der Tabellendefinition angegeben und beginnen mit dem Schlüsselwort Constraint, gefolgt von einem gewählten Namen für den Constraint. Dieser Name kann auch weggelassen werden. In dem Fall generiert das Datenbankmanagementsystem automatisch einen Constraint-Namen. Constraint-Namen explizit festzulegen, gilt aber als gängige Praxis, um diese später leicht identifizieren zu können. Auch hier gibt es wieder verschiedene Arten von Constraints, die wir verwenden können. Der Constraint Unique existiert auch auf Tabellenebene. Die Inhalte der dort in Klammer angegebenen Spalten dürfen in der jeweiligen Spalte nur ein einziges Mal vorkommen. Es darf also keine zweite Zeile mit demselben Inhalt in den jeweiligen Spalten geben. Bei Check wird wieder eine Bedingung angegeben. Diese muss für die Gesamttabelle mit ihren Inhalten immer gelten. Die Bedingung hier darf sich auf mehrere Spalten beziehen. Das ist beim gleichnamigen Constraint auf Spaltenebene ja nicht möglich. Hier waren Bedingungen nur auf die jeweilige Spalte bezogen. Setzt sich der Primärschlüssel aus mehreren Spalten zusammen, muss dieser zusammengesetzte Primärschlüssel als Tabellenconstraint definiert werden. Als Teil des Primärschlüssels gilt auch übrigens wieder automatisch not null. Der letzte wichtige Constraint auf Tabellenebene, den wir uns nur noch ansehen möchten, ist die Angabe eines Fremdschlüssels. Bei der Definition als Tabellenconstraint können hier auch mehrere Spalten angegeben werden, welche gemeinsam einen Verweis auf eine andere Tabelle bilden. Stichwort zusammengesetzter Fremdschlüssel. Hierbei muss dann die Anzahl als auch der Typ der angegebenen Spalten übereinstimmen. Das war es zu den Tabellenconstraints. Schauen wir uns die Definition dieser nun konkret an unserem Beispiel an. Alternativ zu diesen Spaltenconstraints können wir bei der Definition der Tabelle Person auch Tabellenconstraints verwenden. Wie würde das aussehen? Beginnen wir mit dem Primärschlüssel als Tabellenconstraint. Wir beginnen mit dem Befehl Constraint, gefolgt von einem gewählten Namen für den Constraint. Wir wählen hier Person-BK für Primary Key. Der Name sollte gut beschreiben, wofür der Constraint existiert, da dieser bei einer Fehlermeldung ausgegeben wird. Mit Hilfe des Namens können einmal festgelegte Constraints auch wieder gelöscht werden. Gibt man keinen an, so wird ein dazugehöriger Name automatisch generiert. Nach dem Namen folgt unser gewünschter Constraint, also Primary Key und in runden Klammern unsere Spalte Pairs-ID. Den Check-Constraint können wir ebenso alternativ als Tabellen-Constraint schreiben. Wir schreiben also wieder Constraint, gefolgt von einem Namen. Wir wählen hier zum Beispiel 3-Geschlechter. Der Rest des Constraints ist gleich wie beim Column-Constraint. Check, Klammer auf, Geschlecht in, MWD und die Klammern geschlossen. Nun könnten wir noch die beiden Fremdschlüssel als Constraints auf Tabellenebene definieren. Constraints auf Spaltenebene werden häufig verwendet, sind aber eigentlich eine Kurzschreibweise für jene auf Tabellenebene. Aus diesem Grund nennt man übrigens den References Constraint auch Foreign Key Constraint. Definieren wir nun Nation-ID als Fremdschlüssel mittels Tabellenconstraint. Dazu fangen wir unter den Spaltendefinitionen wieder an mit Constraint, gefolgt von einem Namen dafür. Wir wählen hier vielleicht Nation-FK. Danach folgt Foreign Key und in runden Klammern der Spaltenname, welcher den Verweis enthält. Das ist hier in unserer Tabelle die Spalte Nation-ID. Danach schreibt man References und den Namen der Tabelle, auf die verwiesen wird. Das ist hier Nation.
Abschließend kommt dann noch in runden Klammern der Spaltenname der referenzierten Tabelle, also Nation-ID. Das ist zufällig der gleiche Name wie in unserer Personentabelle, gehört aber zur Nationstabelle. Das Ganze können wir natürlich auch mit der Spalte Adressen-ID machen. Löschen wir den Spalten-Constraint mal weg und fügen dafür einen Tabellen-Constraint ein. Wir möchten also einen neuen Constraint und benennen diesen. Danach geben wir an, dass wir einen Fremdschlüssel definieren wollen, und zwar mit der Spalte Adressen-ID. Diese Spalte referenziert auf die Tabelle Adresse, genauer auf dessen Spalte Adressen-ID. Gerade im Zusammenhang mit Fremdschlüsseln bietet SQL noch eine spannende Möglichkeit, die Konsistenz der Datenbank zu bewahren. Man kann auf Tabellenebene definieren, was passieren soll, wenn ein Eintrag, auf den verwiesen wird, gelöscht oder verändert wird. Die wichtigsten Einstellungen hierbei sind Restrict, Cascade und SetNull. Bei Angabe von Restrict wird die Löschung von Zeilen in einer Tabelle verhindert, solange es Referenzen aus einer anderen Tabelle darauf gibt. Angenommen, wir würden hier den Eintrag von Österreich in der Tabelle Nation streichen wollen. Jedoch ist die zu löschende Nation-ID 19 bei Herrn Hermann Müller in der Tabelle Person eingetragen. Ein Löschen wird somit verhindert. Restrict ist die Standardeinstellung und verhindert die Verletzung der referenziellen Integrität der Datenbank. Wird also bei der Definition eines Fremdschlüssels keine Option angegeben, so wird nach Restrict gehandelt. Cascade hingegen bewirkt das Löschen der Zeilen in der referenzierenden Tabelle, wenn eine referenzierte Zeile gelöscht wird. Angenommen, wir würden hier wieder den Eintrag von Österreich in der Tabelle Nation streichen wollen und die zu löschende Nation-ID 19 ist wieder bei Herrn Hermann Müller in der Tabelle Person eingetragen. Dann wird in diesem Fall der Eintrag des Herrn Müller mitgelöscht. Diese Einstellung sollte daher nur mit Vorsicht verwendet werden, um nicht unabsichtlich die halbe Datenbank zu löschen. Mit SetNull bleibt der Eintrag in der referenzierenden Tabelle bestehen, aber der Fremdschlüsseleintrag auf die nun nicht mehr existierende Zeile wird auf Null gesetzt. Das bedeutet, bei Herrn Müller ist danach keine Nation-ID mehr eingetragen, der Eintrag ist leer. Die genannten Optionen werden bei der Definition der Fremdschlüssel mit angegeben, können aber je nach Datenbankmanagementsystem variieren. Vor dessen Verwendung, gerade bezüglich On-Update, am besten nochmal kurz konkret nachlesen, wie das im verwendeten System funktioniert. Das waren die wichtigsten Informationen zur Festlegung von Constraints beim Anlegen von Tabellen mit SQL. Wir haben uns angesehen, wofür man Constraints benötigt und wie man diese für einzelne Spalten oder tabellenweise definiert. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann!